Wie fangen wir das Video an? So wie immer. Wie? Wie sagen alle meine Lieben. Doch. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute bin ich mit meinen zwei kleinen Töchtern, Lara und Luisa. Ihr kennt sie wahrscheinlich eh noch. Und wir haben heute ein Back-to-School-Video. Was ist, hab ich denn da gesehen? Sorry. Die Luisa kommt dieses Jahr in die Schule. Sie ist ein Schulkind. Und ja, die Luisa kommt jetzt in die erste Klasse. Oh mein Gott, die Zeit vergeht. Und nicht in die vierte. Die Lara kommt in die vierte Klasse. Und wir waren natürlich Schulsachen einkaufen. Beziehungsweise wir haben dieses Jahr alles online bestellt. Ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Das ist einfach so eine Erleichterung. Also falls ihr viele Schulkinder habt, kauft das online. Ist viel entspannter. Also, wir zeigen euch mal die Schultasche. Laras Schultasche haben wir euch schon mal gezeigt, falls ihr euch noch erinnern könnt. Sie hat natürlich noch immer dieselbe. Mhm. Und zwar diese hier, diese Ergo Bag. Und für die Luisa haben wir natürlich auch eine Ergo Bag geholt. Die Luisa hat sich dieses Modell ausgesucht, beziehungsweise dieses Muster. Wie schaut's aus? Ei. Ei. Es schaut wie ein Dino-Ei aus. Richtig cool. Und dazu gibt es natürlich auch einen einen Turnbeutel. Die Lara hat denselben. Ja, Federpenal ist dann auch drinnen. Ist das da drinnen? Ja. Federpenal, das genauso ausschaut. Und ein Schüttelpenal. Ah ja, ein Schüttelpenal. Da habe ich mein Radiergummi, glaube ich. Dein Radiergummi hast du drin. Ah, okay. Ja, weil da kein Blatt mehr. Ja, wir zeigen euch jetzt aber trotzdem auf jeden Fall mal, was wir für Schulsachen gekauft haben. Oh, Schere, oder? Achso, ich habe schon. Und zwar habe ich alles bei Libro bestellt für die Österreicher, die kennen Libro, für die Deutschen, ich weiß nicht, ob ihr Libro kennt, aber das ist halt bei uns so ein Schulbedarf. Laden. Au, ich habe mich jetzt geschnitten. Ich will mich nicht schneiden. Naja, ich versuch's. I try my best. So schaut das aus. Also, ich gehe mal ein bisschen zurück, damit ich die Kiste da herstellen kann. Aber was ist das? So, wir zeigen euch auf jeden Fall so ein vereinzelt, was wir geholt haben. Darf ich kurz herzeigen? Und zwar, das habe ich damals für die Lara. Danke, Lara. Auch geholt. Und zwar dieses Pinselset von Faber-Castell. Das ist nämlich richtig cool. Wir haben da Borstenpinsel und Haarpinsel drinnen und dementsprechend ist das nice. Welche Stifte? Habe ich welche? Oder sind genau. Dann haben wir so Filzstifte. Ich nehme immer gerne die Marke Jolie. Das ist einfach die beste Marke. Und soll ich euch was sagen? Als Kind, wo ich selber ein Schulkind war, habe ich mir immer diese Jolie-Marke gewünscht, weil ich sie bei den anderen Kindern gesehen habe, aber meine Eltern haben immer die günstigeren geholt und deswegen bin ich dann so, dass ich bei den Kindern das immer hole, weil ich, ja, ich will für meine Kinder das Beste vom Besten. Ich meine, es sind eigentlich nur Filzstifte, aber das sind einfach die Besten. Ja, dann haben wir hier so diverse, wie heißen die, Blöcke? Notizblöcke. Ja, genau, kariert und liniert für beide Mädels, die brauchen das beide. Ein Hati! Ein Hati! Wir haben diese Zeichenblöcke geholt. Also wir brauchen A3 und A4. Das sind A4. Das sind mit dem Dürerhasen drauf. Es ist gerissen. Es ist gerissen. Ah, wahrscheinlich sind nur so kleine Sachen drin. Ah, alles klar. Ja, ich leere es mal aus. Und dann die Luisa habe ich so einen Handspitzer, heißt das so? Ja. Von Stabilo geholt. Sie hat sich diese Farbe gewünscht. Dann habe ich ganz viele Uhu-Sticks gekauft. Die brauchen die Kinder für Basteln und Zeichnen. Minecraft. Mit Minecraft, stimmt. Luisa hat sich die mit Minecraft ausgesucht. Dann hier auch noch weitere Borstenpinsel, ein Bastelkleber. Das meiste von dem Zeug ist eigentlich eher für die Luisa. Die Lara hat sich nur so Kleinigkeiten wie ein neues Lineal geholt. Gut, ja. Leuchtet. Ich glaube, der Luisa. Dann so Schnellhefter, ich weiß gar nicht mehr für welches Kind, aber ich muss dann nochmal auf die Liste schauen. Dann habe ich für die Luisa so eine Heftmappe gekauft, wo sie dann ihre Hefte reingibt. Die Lara hat sich damals eine lilane ausgesucht, die Luisa eine rote. Die Luisa wollte alles in Rot haben. Ja, was ist außer die Schultasche. Gold. Gold? Das ist. Ich habe aber keine. Du brauchst aber keine, stand nicht drauf. Stimmt, ja. Dann ein Leuchtstift für von Faber-Castell. Luisa, chill mal, entspann dich. Nein! Das ist ein Gutschein, 5 Euro Rabatt.
Dann haben wir hier auch einen kleinen Ordner, so einen dünnen mit zwei Ringen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war eh für die Luisa. Wie schon gesagt, das meiste ist für die Luisa. Dann hat sich die Luisa diesen Koffer ausgesucht. Hä, haben wir den ausgesucht? Wir haben doch den mit den Eisenkappen genommen. Stimmt. Den haben die falsch geschickt. Ja. Ja, egal. Behalten wir den? Ja. Ja. Eigentlich habe ich mit den, kennt ihr diese Bergkoffer, die Lara hat den? Der hat da nämlich so Eisen. So schwarze, oder? Ja, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er so geschützt. Aber ich glaube, ja. Entweder haben wir den falsch ausgesucht, behalten wir den einfach. Ölkreidestifte von auch dieser Marke. Das ist auch die gleiche, genau. Filzstifte. Jaxen. Nicht deine, das ist auch meine. Nein. Das sind keine Filzstifte, das sind Schreibstifte. Ja. Bleistifte. Bleistifte. Die ist Gummis gekommen. Das ist ein Dreierpack? Oh mein Gott. Auf jeden Fall Faber-Castell-Stifte. Die Lehrerin wollte diese in HB haben. Und ich, Luisa braucht zwei. Für dich habe ich, glaube ich, einen mitgestellt. Ich brauche eh nur einen. Dann noch ein Notizblock. Ja, die Luisa ist mir dann auf die Nerven gegangen. Sie wollte unbedingt diesen Radiergummi. Und ja, ich habe mich schon gewundert, warum der so teuer ist. Jetzt weiß ich, weil da drei Stück drin sind. Ja, einfach ich so. Ich liebe diese. Ja, so viel willst du gar nicht radieren. Wahrscheinlich kommst du die ganzen Jahre damit aus. Stimmt. Dann ein Deckfarbenkasten, also Wasserfarben, auch von der Marke Jolie. Das habe ich auch wieder. Das hast du auch wieder, ja. Ich habe eigentlich angefangen von Patrick bis hin jetzt zu Luisa, zur kleinsten Maus, immer dieselben Sachen gekauft. Ja, stimmt. Einmal Schulsachen kaufen habe ich noch vor mir. Luisa, ich mache das mal schon ab. Du musst es dann nicht in der Schule aufmachen. Ich wollte euch das mal zeigen, ne? Das schaut dann so aus. Das sind auch Deckweiß, also dieses Weiß drinnen und noch ein paar Pinselchen. Diesen Malbecher, der ist richtig cool, den hat die Lara auch schon. Den kann man im Blau, den kann man nämlich so aus. Den kann ich ja mal schon aufmachen. Warum habe ich zwei? Warte kurz. Den kann man nämlich schon so aufklappen und der ist halt sehr platzsparend. Luisa, Luisa, ungeduldig, wie man sieht, eigentlich willig. Ja, nochmal A4. A4? Nein, das ist A3. Was laber ich da? Genau, das ist A3. Blöcke brauchen wir auch. Isha, ihr habt Ballons bekommen. Warum haben wir keine Buntstifte? Hm? Habe ich nicht Buntstifte? Nein, das nur. Luisa hatte da schon welche. Glaube ich. Ah ja, stimmt, die Luisa hatte schon welche. Genau, stimmt. Das habe ich für dich bestellt, weil Lara ihre Rot richtig. Die war schon so klein. Und das für die Luisa, weil die keine Lila hatte. Ich habe ja nämlich vor dem Sommer schon Buntstifte für ihr anderes Federbenal für den Kindergarten gekauft. Und die Stifte waren noch voll okay, deswegen habe ich ja gesagt, sie soll die weiterverwenden. Ah, und noch ein Gratiergummi für die Lara. Fertig. Das war's. Oh mein Gott. Und jetzt? Was machst du jetzt? Luisa ist eine Katze. Sie sitzt in der Katze. Ja, auf jeden Fall, das sind die Sachen, die wir gekauft haben. Natürlich ist das jetzt nicht alles, denn ich muss die jetzt alle beschriften. Soll ich die beschriften? Die Schulsachen? Bei dir habe ich sie auch nicht beschriftet. Ja, eigentlich sollte man Schulsachen beschriften, aber ich mache das nie. Ja, ich werde auf jeden Fall noch alles jetzt in den Schultaschen einpacken und vorbereiten. Ah doch, ich habe... Hast du auch die Klamotten gezeigt? Noch nicht, stimmt. Geh mal aus dem Karton raus. Sportgewand zeige ich euch noch. Wenn die Katze aus dem Sack ist. Und zwar, habt ihr da schon die Schuhe reingetan? Ja, ich hab alle meine Sachen reingetan. Luisa, weiß nicht. Wo sind deine Schuhe? Nein, Luisa nicht. Wo sind deine Schuhe? Ah, da sind die. Schau, da. Hab schon gefunden. Ich hab's reingetan. Ja. Und zwar, natürlich. Magst du sie anprobieren? Du hast sie schon anprobiert. Warte kurz. Ja, die Turnschuhe der Kinder schauen so aus. Und zwar habe ich die von Nike geholt. Die hatte die Lara schon mal. Und die sind mega cool. Die können die Kinder nämlich selber anziehen, ohne zu schnüren. Wir haben nämlich so ein elastisches Gummiband, wie ihr sehen könnt. Und ja, die Luisa hat sich die in dunkelblau gewünscht. Natürlich ganz wichtig, weiße Sohle, ne, damit es im Turnsaal keine Streifen hinterlässt. Und ich habe dann noch... Bei H&M gibt es dann so jeweils Sets für T-Shirts und Hosen. Und ja, aber das hast du jetzt falsch gemacht. Wir wollten rote Hose mit schwarzen T-Shirt. Habe ich auch gedacht, Lüder wollte aber nicht. Ja, doch. Und jetzt würde ich jetzt rot.
Grün mit Rot hat sie sich ausgesucht. Und was hast du jetzt zum Turnen? Weiß ich gar nicht mehr. Weil ich in der Schule Eier und Hosen. Warte, was haben wir heute? Freitag. Freitag, Samstag, Samstag auf Sonntag, Sonntag auf Montag. Dreimal schlafen. Deine Schule? Kannst du dich hinsetzen, du Flamingo? Ist da wirklich Schule? Ja! Anna. Soll ich dreimal schlafen und dann gehe ich in die Schule? Ja, genau. Die ja! Hat sich so eine schwarze Hose genommen. Was hast du eigentlich da alles noch drin? Alles noch vergessen rauszugehen. Okay. Aber da also das hatte sie schon. Ein Haargummi. Aber warte mal, wieso hast du das? Brauchst du das mit? Das passt dir doch gar nicht mehr, oder? Nein, das habe ich schon erst. Gib ich dir, Lisa. Yay! Und ich habe es nie angezogen. Das ist das Praktische. Ja, vielleicht tun sie mal draußen. Außer, wenn wir draußen tun, haben wir unsere normalen Klamotten. Ja, egal. Ich gebe es halt der Luisa. Manchmal, wenn ich sie anziehe, ist es nur, wenn ich das? Meine Klamotten oder so angepasst habe. Ja, für was brauche ich das? Und für die Lara natürlich dieselben Schuhe in komplett schwarz, ja. Weil es mega praktisch ist. Aber mit weiß. Mit weiß bin ich mit Rot. Natürlich. Natürlich. Ja, das war's eigentlich. Wir sind fertig. Setz dich hin, Barbie. Ich brauche auch sowas. Ja. Wir müssen das dann alles sortieren, schauen, wo was hingehört. Dankeschön. Ja, das ist eigentlich ein mini-futzig kleiner Schulhall. Mhm. Was natürlich noch fehlt, ist Luisas Schultüte. Die kann ich euch natürlich gerne einblenden. Die Luisa hat sie noch nicht gesehen, das ist eine Überraschung. Mhm. Luisa hat natürlich noch eine Schultasche, ich habe eine bestellt. Ich zeige euch ein Foto. Tasche? Tüte, sorry. Wo ist die Tüte? Die ist noch bei der Frau, die sie gemacht hat. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind wieder back. Einmal die Woche wird jetzt ein Video rauskommen. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst es einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sagst du tschüss? Nein. Nein. Ciao.